Wie geht man mit Hass auf Telonym um? Telonym ist eine Plattform, die praktisch zum Haten einlädt. Wir sind zwar immer wieder überrascht, wie gering dieser Anteil ausfällt und wie viel positives Feedback auch unter dem Deckmantel der Anonymität gegeben wird, trotzdem ist der Hass da. Und es ist nicht immer leicht, damit umzugehen. Überlegen wir mal kurz, was genau ein Hater ist. Ein Hater ist eine Person, die gerne das hätte, was du hast und dadurch an eigene Minderwertigkeitskomplexe erinnert wird. Dies verleitet die Person schnell dazu, dir alles schlecht zu reden und auf dir herumzuhacken. Vor allem, wenn du nicht weißt, wer das ist. Statt an sich selbst zu arbeiten, beleidigt und kritisiert ein Hater auf niveauloser Basis. Der Hater hat also weniger ein Problem mit dir, sondern eher mit sich selbst. Das zu realisieren ist ein wichtiger Schritt, um mit Hate umgehen zu können. Was genau aber kannst du mit konkreten Nachrichten auf Telonym tun? Nun, auf Telonym hast du die Möglichkeit, Nachrichten zu löschen, den Absender zu blockieren, sodass er dir keine Nachrichten mehr schicken kann, und du kannst die Nachricht melden. Diese wird dann vom Support geprüft und führt teilweise zu einer Sperrung für das gesamte System des Nutzers. Die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen, ist für dich tatsächlich das einfache Löschen der Nachricht und es dann zu vergessen. Wenn es gar nicht mehr aufhört, melde und sperre diese Person. Was aber, wenn du denkst, dass der Hater recht hat? Nimm es als Motivation. Ein Hater zu haben bedeutet, dass ihr für jemanden so wichtig seid, dass er sich die Mühe macht, dich zu kritisieren und dir das auf eine teilweise sehr unschöne Art mitteilt. Gleichzeitig wisst ihr, dass sich diese Person in diesem Moment bewusst unter dich stellt, dass sie sich nur unter dem Deckmantel der Anonymität traut, dich zu kritisieren. Trotzdem kannst du versuchen, an dir zu arbeiten, um zufriedener und zukünftig auch erfolgreicher zu sein. Dafür legen wir dir unsere Videos nahe. Abonniere uns für regelmäßige Videos, die dir helfen, dich als Person optimal weiterzuentwickeln. Vielen Dank und noch viel Spaß mit der Plattform Telonym.